Aber jetzt gut verteidigt von Sonnhofen. Sternheimer hat viel Tempo, kann sich ein bisschen Platz verschaffen. Pass zurück, Schuss aufs Tor. Und da ist die Scheibe drin. Ganz einfaches Eishockey. Marco Sternheimer. Man sieht jetzt nochmal die Scheibe genau. Lässt den Verteidiger aufstehen. Dann ist die Scheibe abgefälscht, keine Chance für Holmgren. Und so schnell kann es gehen. Regensburg macht das Spiel und Sonnhofen führt 1:0. Sehr effektiv. Gajowski verliert das Pulli. Sonnhofen kann sich befreien. Kein Icing. Laufduell wird gewonnen von Sonnhofen. Stanley wartet auf den Pass, aber er wartet vergebens. Jetzt Bosas, der mit Tempo setzt sich durch. Bosas! Schöne Einzelleistung vom litauischen Nationalspieler Arnoldas Bosas. Der Einzige, der keine Pause hatte, war ja mit dem Nationalteam unterwegs. Setzt sich hier durch und dann trocken in den Winkel. Unglaublich wichtiges Tor. Und damit ist der Heimtor-Fluch seit dem Playoff letzten Jahr endlich gebrochen. Arnoldas Bosas. Mit seinem 18. Tor diese Saison. Und das wichtige 1:1 in dieser Partie dazu. Flash setzt nach, bringt die Scheibe in den Slot. Milewski fällig, Tor! Ja. Schöne Einzelaktion. Dann rutscht sie ihm über die Stockhand. Und somit erneute Führung für die Bulls. Neuer Spielstand. 2:1 aus Sicht der Bulls. Wieder Konavita, der auf Schütz. Janik Bayer versucht es mit dem Schuss. Glatzl ist da mit dem Kick-Safe. Konavita hinter dem Tor. Sucht eine Anspielstation, wieder Konavita. Bayer hat ein bisschen Platz. Tor! Janik Bayer mit dem wichtigen 2:2 für die Eisbären. Und dem ersten Tor in der Saison 17-18 für Janik Bayer. Heute haben wir es eingangs der Partie noch angesprochen. Und ich würde sagen, eins der wichtigsten Tore in der aktuellen Saison. Janik Bayer. Handgelenkschuss, ganz trocken. Keine Chance für Glatzl, der mit verdeckter Sicht die Scheibe nicht sehen konnte. Gutes bringen kann, jetzt sofort Tempo da. Jetzt habe ich es geschafft. Sofort Tempo da, die Halle kommt. Jetzt geht es hier munter rauf und runter. Bosas, Bosas, schöner Ball! Doppelschlag! Ja, was ist hier los? Benjamin Grunewitter mit dem 3:2 für die Eisbären. Die erste Reihe schlägt wieder zu. Gajowski mit dem Pass und Bosas bedient ihn mustergültig. Und er muss nur noch einschieben. Doppelschlag, Spiel gedreht. Die Eisbären gehen in Führung. Benjamin Konavita hinterm Tor. Auf Bayer, wieder Konavita. Sonnhofen nah am Mann, dadurch hat Schütze ein bisschen. Tor! Knallharter Schlagschuss von Kobinian Schütz. Und da bauen sie den Vorsprung aus. Das vierte Tor. Und das zweite in Überzahl. Jetzt nochmal aus der Hintertorperspektive. Schiri leicht im Blickfeld, aber schlägt ein hinter Glatzl. Die Eisbären nutzen die zweite Powerplay-Situation in diesem Spiel und können einen wichtigen 2-Tore-Vorsprung erarbeiten. Sonnhofen jetzt mit Tempo gut verteidigt von Kevin Schmidt. Noch 21 Sekunden auf der Uhr. Glatzl bleibt im Tor. Vogler zieht ihn nicht.
Brau kann die Scheibe nicht halten an der blauen Linie. Und damit verbleiben noch 5 Sekunden. Und die Eisbären gewinnen mit 4:2 gegen den ERC Sonthofen und besiegen somit diesen Playoff-Schreck, den Playoff-Fluch. Können auch gegen Sonthofen Tore schießen.